vergessen hat zu lachen, Leute. Können wir auch mal lachen? Oh, ich lach ja so gern. Ha, ha, ha. Ja. Er ist ein Lachorgan ruiniert hat oder so. Mein Lachgetriebe, genau. Ja. Ah, sehr gut. Das ist voll gestört gewesen. Dass er in der eisernen Lunge war. Oh, hier ist ein Boss. Prophet der Ruin. Nein, das töte ich dich. Guck mal, wie viele Effekte der unter deinen Lebensbalken hat. Ist mir völlig egal, ich töte ihn trotzdem. Oh Gott, der macht mir Schaden. Er hat Gift, er hat Blutung, er hat Eis, er hat es. Er hat Elektro. Er hat Schmerzen. Macht ihn fertig, Leute. Jawohl. Da kommt noch einer, was? Götze des Ruins. Wow, was bist du für ein Götze des Ruins. Aua. Was ist denn hier für ein Wurm? Bitte kann nicht ich essen. Nicht angreifen? Kannst du den angreifen? Ja. Ich irgendwie nicht. Oh, Passivpunkte und Götzenslots. Boah. Das ist immer geil. Das ist ein Zepter. Was soll ich denn damit? Ein legendäres Zepter habe ich bekommen. Vielleicht kannst du mal damit anfangen. Was ist das hier? Das ist besser als was ich habe. Nein. Nein. Wieso ist mein Steinschild immer noch besser als alles andere, was ich habe? So, was hier mit Rüstung? Da war weniger Dinger. Was hier mit? Habe ich schon. Fackel des Brandstifters. Mein Gott. Flammenmeer. Hast du einen Angriff, der Flammenmeer heißt? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Wird Feuerschaden im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, ob da was für dich ist. Zauberschaden, für mich ist das nichts. Ich habe nichts an Feuer. Ich gebe dir halt einfach mal. Geh rein. Okay. Ich glaube, das wäre so was für Magier oder so. So, einen Götzenpunkt haben wir noch bekommen, sehe ich gerade. Bewegungstempo, Auswärsch. Nimm das hier. Ausgezeichnet. Cool, und Passivpunkt haben wir auch bekommen, glaube ich. Mhm. Boah, noch mehr Vasallenschaden. Beschwört ein Tod in das Allverbündeten in der Nähe in Raserei versetzt. Nein, danke. Ich hätte gerne den Säbelzahntiger. Ja, Daniel, der will da dich ausrasten. Ja, ist das Zepter was für dich? Nee, ne? Ne, leider nicht. Hm. Also jedenfalls nichts Besseres, ganz ehrlich. Das, was ich habe, ist schon ziemlich gut. Oh gut. So, warte mal hier. Teleport-Dingen. Sind wir ja fertig. Was hat denn hier? Lichtloses Gehölz-Dungeon. Hm. Sind wir hier fertig? Ja, ne? Ich glaube, wir haben hier nichts mehr. Da ist irgendwas. Jetzt müssen wir wieder zur Akademie, genau. Ich habe gerade wieder ein Golem näher gekommen.
Irgendwie ist jetzt, weiß ich nicht, über meinem Lebensbalken noch so ein Balken, was ist das denn? Oder nicht? Das ist nur so ein kleiner Balken, der ist irgendwie ganz klein. So ein blauer, ne? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Hab ich auch schon öfter bei mir gesehen. Weiß nicht, was ist das? Ist es eine Spinne? Mach sie weg. Nein, es ist irgendwas Blaues. Was? Eine Blauspinne? Mach sie weg! Ist das eine Spinne? Los ist sie. Da sind sie wieder. So. Nee, die Traps machen gar keinen... Da schreibt man nicht zusammen, du Analphabet. Die Traps triggern nur Deto Arrow und den Mas... Ich hatte sie, die schreiben, Daniel, da kriegt der Kopf. Das ist wie wenn einer bei dir Digger... Das ist die Sprache der Zukunft. Das ist keine Sprache, das ist grammatikalisch falsch, ey. Hast du dich wegteleportiert, Daniel? Ja. Okay. Dann werde ich das jetzt auch tun. Ach, du kannst dich direkt zu mir teleportieren. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich eine neue Fähigkeit dann. Oh, dann wird er nicht am Donnerstag zur Sparkasse. Bitte was? Ich muss am Donnerstag zur Sparkasse. Alles klar. Ich will da nicht hin. Ich hab da einen Termin wieder. Eine meiner Geldanlagen ist abgelaufen und ich muss da die 10.000 Euro neu irgendwo investieren. Okay. Verstehe kein Wort. Ich auch, ich verstehe es auch nicht. Und dann würden wir wieder irgendeine neue Altersversicherung drehen. Das geht mir auf den Nerven. Boah, ich habe keine Ahnung, was die da ständig redet. Ich habe mich gefälligst in Ruhe lassen. Einmal im Jahr gibt die mir auf den Keks. Dann sagt er, du willst sie nicht sehen. Ja, so läuft er aber leider nicht. Mann, wo bist du eigentlich hier gerade? Oh, sogar neben mir. Ich habe mich doch gerade zu dir teleportiert. Ja, da warst du gerade. Ah, da bist du noch. Ich habe mich nicht von der Stelle bewegt, Dani. Du anscheinend schon. Ja. Oh. Wir müssen hier oben hin. Ich weiß nicht, was dieser blaue Balken ist. Der ist da oben bei deinem Porträt auch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die erleiden 50% weniger Schaden als einstellen. Cool. Oder so, sind wir wieder hier, aber in einer anderen Zeit. Mein Gott, ist mein... In einer besseren Zeit. Dunkleren Zeit, weil es hier so dunkel ist. Nimm das. So, warte mal hier. Komm, Erfahrungspunkte, her damit. Nein. Das Wappen mitnehmen. Ja, jetzt kommen natürlich keine Gegner mehr, ist klar. Boah. Was ist für ein Beschissen? Ja, so läuft das. Hast du da einen Rücken? Ja. Warum nicht, ne? Der Deutlichkeit, ja, geiler Schrein, ne? Keine Gegner zum Erledigen. Hier Erfahrungspunkte. Ich habe mich mal das Maximum Level und also was ist hier in dem Spiel? Ja, das frage ich mich auch letztens gefragt. Ich glaube, ich weiß nicht. Level 100, aber da hat einer gesagt, dass dein Erfahrungsfall immer noch höher geht. Oder wie weit man seine Sachen irgendwie leveln kann oder so. Ja. Diese
eine Meisterung hier und also was. Ja, dann guckst du hier wegen Wasser und nicht rein. So, machen Geld. So, nein. Irgendwas müssen wir ja machen, ich weiß noch nicht was. Finde die verstorbenen im angestiegenen See. Welche Quest? Ja, jetzt müssen wir in die Akademie in der anderen Zeit, genau. Okay. Können wir machen. Warum muss es Zeitreisen sein? Also so verwirrend. Ja. Wenn ich den Imperator in dieser Zeit in die Jaja trete, dann kann der nicht mehr zu sein Erbe weiterführen. Sein Sohn. Ja, das ist klar. Okay. Teleportieren mit meinem Kameraden. So. Wenn ich die Gegner haue, dann krieg ich auch so einen blauen Balken irgendwie. Und wenn du was mit den Gegner machst? Wenn ich die Gegner haue manchmal. Okay. Und irgendwie so Stärkung, so ein Schild oder irgendwie so. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ja, das ist ein Schild. Ich habe ein Passive, was man aus der. Oh Gott! Oh, ich war tot. Das kann nicht zweimal an einem Tag passieren dann. Schutz steht da. Ja, das ist ein Schutz, ja. Absorbiert Schaden, bevor dieser DLP angreift. Alles klar. So funktioniert Schutz, ja. Ein Schild. Das ist schon wieder so ein starker. Okay. Hast du irgendwas gelernt, Kurt? Was habe ich? Hast du gerade was gelernt? Nee. Irgendeiner, ich glaube, die haben auch Leuchten gewesen. Die Groß-E Akademie. Die große Akademie. Ich gebe mal was in die Akademie. Hallo, wir sind wieder hier, Leute. Na, so, könnt ihr jetzt mal die Tür aufmachen, Leute? Da sind wir schon wieder in verschiedenen Instanzen. Du bist jetzt hier bei dem Typen da mit der Tür, ne? Ja, ich habe die Tür gerade geöffnet. Okay, ich auch und ich kann dich nicht sehen. Also sind wir schon wieder auf verschiedenen Instanzen. Warte mal, ich komme zu dir irgendwie. Okay. Ne, warte mal, dann ich sehe dich überhaupt nicht mehr. Sind wir noch in einer Gruppe? Ja, ich seh dich noch hier. Ich nicht, ey. Bei mir sind die Bilder weg. Okay. Du bist bei mir in eurer Gruppe. Okay. Ich kann auch draufklicken. Bei mir werden die Icons da nicht mehr angezeigt, ey. Nur noch meine eigenen Diener werden mir angezeigt. Zum Teufel ist hier schon wieder los. Ne, ich kann auch kein Portal rufen. Mal. Was ist denn bei mir schon wieder los für eine Scheiße? Boah. Bei mir bist du noch drin, nicht? Bei Gruppe, bei Freunden wird da alles noch angezeigt. Okay. Ich kann kein Konfortal zu dir hinstellen anscheinend. Wo bist du denn? Bist du schon tief reingegangen oder irgendwie sowas? Ja, ich hab die. Ich stehe jetzt hier noch vorne. Ich stehe noch vor der Tür. So. Ich habe die aufgemacht, aber ich stehe noch vor dem. Ich komme aber.
Okay. Das ist nicht, was das wieder ist. Ja, das ist doch dein Golem. Ja, ich bin ja, habe mich jetzt zu dir geportet. Aber das war nicht, ich musste das Menü, das Freundschaftsmenü öffnen. Irgendwie deine all die Icons werden mir nicht mehr angezeigt. Dein Gesicht ist weg, mein Gesicht ist weg. Okay. Mir werden nur noch meine Diener da oben im Fenster angezeigt. Ja. bei mir ist das übelst verbuggt anscheinend. Ja, jetzt bin ich unsichtbar. Ja, irgendwie ist das hier bei mir schlimm anscheinend. Ach, wird's schon wieder fangen. Nehme ich an. Der nächste, als müsstest du meine AP sehen, wo irgendwie so hat, ne? Ja, darauf achte ich auch nicht. Ey, danke. Aber das ist nur ein bisschen umständlich mit dem Teleportieren, das ist alles. So, ich konnte durch die Tür gehen. Ich habe ja nicht mal mehr mein eigenes Icon da oben angezeigt, ja, was soll denn der Quatsch? Na, ich will mal das Gebiet wechseln, fängt sich das wieder. Ja. Hab ich das da oben hingeschickt? Können wir hier rein? Ja. Wow, gab. Ich bin tot. Aber ich auch, was? Hier endet deine Geschichte. Okay, was zum. Ich habe die Augen one-shotted, was zum. warte mal, ich muss erstmal meine ganze meine Truppe wieder rufen. Nee. Ich auch, was zum. Na, jetzt habe ich einen Trank benutzt. Hund, Skorpion, Kehr. Ich muss warten, bis mein Mana da. Ich habe viel zu wenig Mana. Mal meine Skills einsetzen. Um 67 Mana. Ich habe die auch irgendwie one-shotted, was zum Teufel? Ja, müssen wir mal aufpassen, wahrscheinlich, ne? Ich kann ja nicht mal zum Angriff, ey. Ich habe nur gesehen, wie die Pfeile auf mich geschossen haben, glaube ich, und dann war ich tot, ey. Ja, ich bin auch in den Raum reingegangen. Ja. Mal direkt tot, ey. Immer die Diener dazu erst reinschicken. Ja, ne? Meine Herren. So. Ja. Ah! Ich hab schon direkt hier raus. Ist das eigentlich der Knochengolem? Ehrlich. Muss meine Diener rein da. Vergift jetzt sie. Was zum. Boah, noch mehr Gegner. Okay. Was war da gerade? Ich hab keine Ahnung. Wir haben uns voll fertig gemacht. Jetzt steht der 3-2 da. Ja. Hm. So. So, schwebende Bücher. Ja, der Imperator ist böse, nehme ich an. Da haben Imperatoren so an sich, ne? Ja. So, nun kehre zum verstoßenen Lager zurück. Ja, geht da, hier ist nichts. Danke. Aber hier ist wieder so ein kleiner Ring auf der Karte. Wo? Ich sehe nicht. Das, wenn, hier ist nur so ein ganz kleiner Fitzel, da sieht es wahrscheinlich, bilde ich mir noch ein. Ja, ist das nicht die Fackel oder so? Das ist wahrscheinlich irgend so ein, ja, weil ein Laternenmast oder sowas. Keine Ahnung. So, ein Raum war da noch. Den haben wir nicht erkannt. So, werden wir auch fertig gemacht. Oh. Wow. Nein, verblitzt er. Okay, die machen übelst Schaden, Alter. Ey. Und halten ganz schön was aus, ey. Alles. Next, okay. Shit, der Kerl.
ausgezeichnet. So, wir sind ja fertig, glaube ich. Wir müssen zum verstoßenen Lager zurück. Dann gehen wir mal Eingabe. Ich gehe rein. Ich lock mich ein. Ja, ich nehme mich auf Ego-Perspektive, ja. What? Nein, ich habe ganz nah rangezoomt, da sehe ich nur noch meinen Charakter. Ich kann ja nicht mal mehr die Gegner dann sehen, das ist doch scheiße. Kannst du eine Challenge machen daraus? Nein, ich bin schon genug gechallenged. Auf bald. So, nice. Noch ein Passivpunkt. Ja, damit. Wie? Okay. Oh, noch eine Quest erledigt. Jetzt haben wir noch die eine Quest. Und irgendwann ist auch hier. Weil irgendwie sehe ich nichts auf der Karte. Passivpunkt, ja. Gib, yeah. Gib mir hart. Ja, ich habe hier erhöhte. Heim des Orakels. Warum ist das hier? So, jetzt haben wir noch den Monolithen hier und die Hauptquest. Der Monolith ist Stufe 58 oder was auch immer etwa. Jetzt haben wir das nicht mehr. So, dann gehen wir zur. Hier sind wir doch schon, oder? Irgendwo hier, oder? Oh, das ist ein Laden. Gut. Yes. Yes. Yeah. I see. Daniel, ich habe ihn gefunden. Be well. Er war verschollen, aber ich habe ihn wieder gefunden. So, jetzt kannst du mich gleich wieder suchen. Wir gehen jetzt hier in der Augen angestiegene Stufe 26, angestiegener See. Hoha. Du musst für immer an meiner Seite bleiben, Daniel. Du musst auch deine Diener. Du siehst den Regenbogen, er liegt tot vor dir. Abren. Portierung zu Daniel. Ich warte. Da ist er. Ich muss jetzt erstmal das Menü öffnen mit H. Damit du das Bild projizieren kann. Ja, seid immer noch. Ja, geht irgendwie nicht weg. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist. Ist ja nicht nur, dass du nicht zu sehen bist. Ich sehe mein eigenes Icon auch nicht mehr. Das ist sehr merkwürdig. Das scheint nicht nur ein optischer Fehler zu sein, weil ich kann. Da steht immer noch die Pfeiltasten-Symbol, die kann ich aber nicht reindrücken. Okay, der Herr ist schon wieder rein. Alles klar, ich komm. Ja, ich dachte, du warst fertig. Ich hab mich ja zu dir gefordert, aber. Das ist anscheinend nicht direkt zu dir. So, wow. Da kommt er schon direkt. Da waren sie tot. Ah, da explodieren sie alle wieder.
Oh, na, warte mal hier. Okay. Ich kann das Ding nicht ansprechen. Weil ich es angesprochen habe. Habt ihr etwa hier ein Problem mit Untoten? Sag mal, haben Sie was gegen meine Familie? Oh, der Truhe mit auf der Straße. Familie? Vielen Dank. Löwe des Chaos. Weil es ist Zeit, Chaos zu verbreiten. Hier ist eine Truhe. Mit nichts. Ich habe da einiges drin gehabt. Welcome, Traveler. Und wie? Vorstellen wir doch unglücklich aus. Ich habe so lange gewartet. Durch. Du kannst da nicht durch. Ich bin bereit. In der Ferne sind Schreie und Kampfgetimmel zu hören. Das ist überall hier. Und zum Hey! Geister! Verteidige die Seherin. Ja, ich gehe da nicht hin. Ah! Er ist hinter uns, er ist direkt hinter uns. Ich mache überhaupt nichts. Ja, ich auch nicht. Das ist unser Playstyle. Oh Gott. Aua. Okay. Ja, noch mehr. Genau deshalb sind wir die Horde. Wir sind die Turks, was? Wir sind die Turks. So, fertig. Ja. Der Root, der streicht sich über seine Glatze. Welcome, Traveler. Oh, warte mal, sind gerade alle meine Lieder gestorben, was? Was? Ja, die sind tot irgendwie. Das ist auch noch nicht vorgekommen, ganz ehrlich. Ja, mein Golem, der ist noch am Leben. Meine Güte. So, das Kriegsschiff des Admirals haben wir jetzt. Reise nach Thema im Westen, ja. Ja. Wie kommen wir da hinten? Jetzt müssen wir uns ein anderes Schiff holen, damit wir zu dem Schiff kommen. Genau, Geister. Da waren doch überall Leute gerade. Sind die die Geister? Ja, wollte gerade sagen, die sind zu den Geistern geworden. Ich denke ja. Die ganze Zeit, das ist ein Gegner geschlagen, dieser Blitzfelder, da explodiert der. Ja, das. Das ist irgendwie so der einzige Angriff, den ich habe. Alle anderen sind immer ja, so Puste. Ich habe auch irgendwie nur zwei Angriffe hier, diese Nahkampf und das Feuer, das ich mag. Ja, ja. Als andere sind meine Diener halt, ne? Ja, ja, ich kann meine Diener halt boosten, ne? Und Skorpion, der kann ein bisschen Gift spucken hier um sich herum. Nicht so flashy wie normalerweise. Ja, ne? Wobei dein Barbar, der war auch nicht besonders flashy, ne? Da konnte springen, da konnte schwingen. Das ist alles, was du auch kannst hier, ne? Also, ich sehe die Parallelen. Ich sehe da keine Parallelen. Weiß ich. Weiß ich, vor Maturé ist. Ja. Boah. Ja.
Was ist denn für ein Zeichen? Wer ist er denn? Ich hab irgendwie was gemacht. Oh Gott, da ist irgendwann rausgekommen. Stufe 31. Direkt das Timing. Da ist irgendwie ein Gegner rausgekommen aus dem Haus. So. Verband Tamaria. Okay. Experimenter Ledergürtel des Nachwachsens. Hat er bei mir auch reingelassen. Was ist denn das? Ich habe schon mal legendäres. Ich habe einen Punkt gekriegt. Erhöhte LP-Regeneration. Brauche ich nicht. Aber ich brauche das nicht. Gib mir was anderes. So, kann ich nächstes Mal dir einsetzen? Oh, länger. Physischer Nahkampfschaden. Physischer Nahkampfschaden von Dienern. Ah, jetzt kann ich opfern. Der Rest einen verbündeten Diener, wodurch Gegner, in dessen Nähe physischen Schaden zugefügt wird, hingezogen. Ist das dein erster Skill von Nekromanten? Ne, der erste ist Skelettmagier beschwören. Okay. Das ist der zweite, der ist Opfern. Jetzt kann ich einen verbündeten Diener, wodurch kann ich deine Diener in die Luft jagen, Daniel. Ja, mach mal. Mach. Ich glaube nicht, dass das bei deinen funktioniert, ja. Also dann steht da, ich glaube nicht, dass ich das auswählen kann, welcher Diener zerrissen wird. Hier ist ein besudelter Brandmarkierungsschädel der Glut. Das ist ein Nehmann-Katalysator, hat einfach nur so einen Totenkopf. Ist einfach nur so ein Schädel. Alles klar. Dann jagt mal deine Leute in die Luft. Wie geht das? Ich will deine Leute in die Luft jagen, dann. Ja, du rührst dein Skill aus und machst das dann. Ich weiß nicht, hat er jetzt irgendwas gemacht? Ja, das ist nicht besonders spektakulär, ne? Also. Kann ich deine Verbündeten in die Luft jagen? Ja, der ist verloren. Ja, funktioniert nicht. Wie schade. Ja. Wo bist du denn schon wieder? Ich stehe hier dran. Ich bin gerade am Machen. Entschuldigung. Wert. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Okay, wird schon gut sein. Ich muss ja noch gucken, was du alles hier meistern willst, hier spezialisieren oder so, ne? Ich will mal den Diener nicht opfern. Oh, er sorgt sich um seine Diener. Ja, der Daniel nicht, ey. Aber in der Not frisst der Daniel seine Tiere. Nur wenn ich ganz hungrig bin, okay? So, will ich mir jetzt mal ein, oder wird das Spiel so ein bisschen schwieriger jetzt? Ein bisschen, ja. Ich meine, du bist schon dreimal verreckt, ich zweimal. Ja. Neben Schaden finde ich
Es ist aber immer noch nicht auf Diablo Level, also. Nee, nee. Oh, das ist was Legendäres. Was ist das denn? Ich hab mich mal bitten. Da kann ich gar nichts tragen. Ist für Wächter. Das bin ich auch nicht. Also die Paladin und so. Okay. Dann gehen wir zum gefallenen Turm. Okay, das ist ein sehr viel besserer Gürtel. Den ich da gerade gekriegt habe. Das kenne ich. Ich frage mich, wie wichtig diese Splitter sind, die wir die ganze Zeit einsammeln. Ich habe keine Ahnung. Ich will die ganze Zeit einlagern, oder? Ja, ich tue die ganze Zeit wegschmeißen lassen. Nein, ich lagere die auch ein. Oh, wie wichtig werden die sein, ne? Wird es wichtig sein, dass wir hunderte von denen haben? Ja, ich weiß nicht. Die sind wahrscheinlich zum Umschmieden da, nicht? Ja, ja. So, warte mal hier. Teleport. Und teleportieren der Bären schon wieder. Was ist ein Teleport? Ja, ein Teleport. Mein Po teleportiert sich. Was ist los? Aua. Mach dich fertig, Leute. Ist ich bei mir das Spiel jetzt aufgegangen? Nein. Ja, du hast die Verbindung zum Spielserver verloren. Nein. Aber wir müssen noch eine Gruppe. Nicht im Hauptmenü. Im Ladebildschirm hat sich das Spiel wahrscheinlich aufgehangen. Okay. Du bist bei mir noch in der Gruppe. Aber dann trinke ich mal kurz einen Schluck. Der Golem ist auch noch hier, sehe ich gerade. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du weg. Okay. Okay. Na, dann mal weiter. Yay. Todeskälte Golem steht auch da bei mir. Ja. Na, warte mal hier. Wow. Ich habe doch mal aktiviert von uns. Yay. Hey, yo, Leute, was geht? Ja. Ich glaube, dass hier weniger gebackt wird jetzt hier. Ja. Kommt wieder an die Wette an. Wo ist ein Bot? Wo denn? Welcher denn? Von denen ich sehe. Ja, wo? Was für ein Tisch ist das denn? Ein großer Spiel. Ja, ja, ja. Ja. Ich hab gedacht, hier ist irgendwie was voll Großes oder so. Nee, nee, nee. Nee. Stimulierender Schmuck. Hero-Götze der Barbarei. Ganz. Oh Gott, Daniel, der Barbarei. Ich glaube, die wissen, wer du vorher warst. Verdammt. Die haben mich gedockt. Das heißt, stimulieren. Und dein Charakter die ganze Zeit dann nur auf. Guck mal, mein Golem rastet aus. Der will die unbedingt haben, das stimulierende Ding. Der will die ganz unbedingt haben, Daniel. Ich weiß gar nicht, warum der die ganze Zeit läuft. Was will der eigentlich? Ich hab da schon wieder am Boss. Vielleicht ist er auch ein seltener Gegner, ich weiß ja nicht, wie ich ihn gehalten. Ein Elite-Gegner. Ja, das kann gut sein. Wow. Ah, dieser Skorpion brennt. Ah. Wow.
tun alle unsere den ganzen Laserstein. Pass doch mal auf damit. What? Wer hat da gerade was gesagt? Ich war kein Beweis, ich schwöre. Wieso habe ich diese Stimme in meinem Kopf? Warum sagt diese Stimme immer, ich habe zu wenig Wut? Das hat ja lässt Gold fallen, alles gezeichnet. Oh Gott, das okay. Okay. Das ist ein Bär. Ah. Ja, selbst wenn er sich teleportiert, brennt den Feuer den noch. Das Feuer teleportiert sich mit dem hervorragend. Ah! Der hat Aua gemacht, Aua, der macht Aua. Ich spür's auch, ja, ich will Schmerzen. Das ist sehr stimulierend. Ha. Ja. Mein Gott, so viel Splitter. Trank, danke. Ja, noch mehr Geld. Guck mal, Gold für irgendwas Wichtiges irgendwann. Aua! Warum so viel Schaden auf einmal? Er ist ein feindlicher Golem. Hier gibt es aber die Gegner auch Golem. Hier ist ein Detail. Ja, dein Golem ist nicht meins, schade ich anscheinend. No, Tetima im Imperium. Was? Tetima im Imperium? Tritt halt Imperium. Im Imperium, dann gehe ich da nicht rein. Oh, da ist ein Schiff mit einem Turkopf. Ja schon Gegner. Nein, ihr blöden Viecher, greift doch nicht an. Oh, hier sind Krähen, Daniel. Die Gegner haben jetzt auch noch Krähen. Wir müssen uns einfach kopieren. Ja, das sind, okay, da sind keine Krähen, da sind Raben. Alles klar. Wir setzen unsere eigenen Waffen gegen uns ein. Irgendwie schon, ne? Vielleicht treffen wir auf die Bizarro-Version von uns. Ja, das heißt, ist der noch Bizarro? Da ist ein Bambar und ein Totenbeschwerer. Ja, wollte ich gerade sagen. Nein. Wir kämpfen dann gegen unsere Charaktere aus Diablo. Ja, ja. Die machen uns fertig. Ja. Oder ein legendärer Gürtel, ja. Oder jedenfalls war der stark am Leuchten. Ja, das ist was Legendäres. Ein Dornschleuder. Na, meine Raptoren und Skorpion, mein Raptor und mein Skorpion nehmen Schaden. Die Raptoren reiten auf deinen Skorpion. Ah. Oder reiten die Skorpion auf den Raptoren. Kann mein Wolf irgendwie nicht sterben? Er hat irgendwie auch keine HP-Leiste neben sich. Ja, der ist unsterblich, der ist ein Wolf, ne? Wie die richtigen Wölfe im Weltall. Ja. Ja, die haben ja, sind ja noch Hälfte der AP. Halten die sich nicht hoch? Da! Der Stücke. Ihr habt mal eure Splitter. Ja, das sind Let's Play Splitter. Was ist der denn? Ja. Feinde übergezogen. Ah, da ist ein Schwein da unten rechts. Den hole ich uns. Ah. Das ist ein Golem. Ich glaube, irgendwie heißt der Kriegsgrab aus irgendeinem Grund am Schlag. Ah, das Gold fallen, ja super. Das ist eine Truhe.
Nein, aber ich nicht mit den Splitter. Aua! Böder Gole. Was? Bist du Stress, Digga? Provozierst du mich? Ja, und jetzt Geld, hier war eine Truhe. Stärke-Splitter. Bum bum. Alter, wie wäre denn fein gerissen? Was zum Teufel? Nur Splitter jetzt. Ja, auch da muss ich mir vielleicht mal angucken. Ja, mein Golem ist größer, Herr. Oh, das ist der Sensenmann. Oh Gott, der macht Schaden. Ja. Ah, Elektro. Ja, ich kann da nicht hin. Okay, oh, mein Gespenst kämpft gegen das Gespenst, alles klar. Er ist tot. Hey, war ja doch voll mittig einfach platzieren und nicht mal irgendwie auf dem Weg. So Gefühl. So, ich hätte das Schmalzgras. Ja. Stufe 33, yay. Yay. Auf Stufe 35 kann man weiteren Skill spezialisieren. Ja, ja, da warte ich schon. Mal heute mal erreichen. Kann eine gute Chance sein, ganz ehrlich. Wird ja schnell, ehrlich gesagt. Oh, ich kann das auch leveln. Ja, ich auch. Geht weg, Herr Krähen. Na, geht weg, Herr Krähen. Ja, jetzt kann ich noch mehr Skelette beschwören. Mal, oh, geht weg, ey. Ich bin gerade am Leveln. Ja, da will ich auch leveln. Nicht hier. Jetzt habe ich den auch weggedrückt. So, was nehme ich denn hier? Ich hoffe, da kommen jetzt keine Gegner. Bei mir sind hier gerade Gegner, während ich am Leveln bin. Unerhört. Direkt. Das wollte ich jetzt genau, das wollte ich. Ich glaube, das hier wollte ich haben, ne? Mehr Diener. Ich glaube, das hier. Mehr Diener Schaden. Einfach nur meine Diener hochballern. Ich bitte hier eine höhere Ausdauergrenze. Deine Ausdauer und Ausdauergrenze aus eigentlich geht noch für deine Begleiter. Oh nice, mehr Verteidigung. So, und jetzt die Klamotten hier. Dort hier einen Sprungangriff wollte haben. So, aber meinen Krähen. Will ich mich damit teleportieren? Da klingt ehrlich gesagt nach einer schlechten Idee. Was wollte ich jetzt genau? Da haben wir Sprungkrähen verursachen mehr Zauberschaden. Ja, die wollte ich, ne? Habe ich wieder eine gleiche Anzahl. Ich habe drei Krieger, drei Skelettmagier, drei Bogenschützen und drei Shinobi da. Ja, ja. Ich glaub, Schurken das heißen die, genau, Schurken. Und mein Raptor, wo geht er hin? Ja, schwingt meine Lust hier wieder. Ich muss den Daniel auf die Straße. So, also ja, ein bisschen mächtiger geworden. Jetzt kann noch eine kriegen. Hm. Der Düsterkai. Ist aber nur so ein Typ. Ja, ich bin der Kai.
Ja, ich bin düster. Ist eigentlich nicht so schwer zu entscheiden, was du spezialisieren willst. Du hast da 5 Sachen zur Auswahl oder so, ne? Ja, ja. Oder 4. 5 Sachen, ja. Ja, und du hast 5 Skills. Ja, und wenn du genau die Skills halt benutzen willst die ganze Zeit, ne? Dann... Ja, dann ist das nicht so schwer, ganz ehrlich. Ja. Nur dann in der Umsetzung auch so gut ist, ne? Ja, das ist eine andere Sache, ne? Oh Gott. Ja, für die Story wird das wohl reichen, oder? Ja, klar. Ja, wenn er halt wieder umskillen willst, dann dauert das ja wieder, bis er halt hochlevelst und so. Ich weiß, für dich ist das kein Problem, weil du nicht Sachen umskillst, aber... ich weiß auch nicht. Mal sehen. So, Totengräber. Totengräber Breitschwert, okay. So, relativ schlecht. Wir müssen da Elektrizität da unten, was? Ist das die Leiche? Dann sind die Leichen ja elektrisiert. So sind sie halt gestorben auf dem elektrischen Stuhl. Okay, das Kriegsschiff des Imperiums. Moment mal, falsches Imperium. Wow. Wow, was ist hier los? Ah. Was sind diese Blitze hier? Na, ich mache hier die Blitze. Meine Tiere sind alle unten. Und gefällt sie hoch und hilft uns. Warum ist hier oben ein Blitz? Was? Feuer und Blitz, ja. Ah. Ah, jo, was geht? Sensenmänner, ach was. Oh Gott, das ist viele. Ja. Was, Timmy? Nein, Timmy ist im Brunnen gefallen. Timmy? Nein, Timmy, mach das nicht. Jo, Mann. Hier rein, das ist eine Falle. Wir kommen von hinten, die Gegner. Wir kommen von allen Seiten. Okay. Doch, schon wieder so ein Kanonentyp, der mir voll viel Schaden macht. Ja, die sieht aus wie so eine Kanone. Der schießt wie eine Kanone. Ah, okay, ja. Ich hab Ganz viele rein, oh. Ich will auch Teil der Action sein, okay? Ich will auch rein. Ja, also, wie viele sind denn da, okay? Wollt ihr die immer wieder? Ich hab da nein, mein Skorpion stirbt gleich. Nein. Okay, er lebt noch. Vergifte sie. Ich würde die ganze Zeit nur Feuer rein, ich geh da nicht rein. Aber irgendwie spawnen die Geister immer wieder. Nehmt das. Dass meine Diener das überlebt haben, mein Golem ja. Ja, weil mein Skorpion gerade tut. Ich hab da so einen Balken. Meine Diener sind gestorben in dem Gemetzel. Ja, meine haben auch ganz schön Schaden genommen. Mein Golem Skorpion. Ist jetzt noch nicht gestorben, ja. Jetzt muss ich mal neu beschwören. Und jetzt so ein Fernangriff. Na, oh, schon wieder so ein Viech, ist klar. So. Also hier habe ich auch nicht wirklich ein Ressourcenproblem jetzt erzählt.
Ja, ich schon. Ich kann nicht alle Sachen auf einmal einsetzen. Ja, ich hab, ehrlich gesagt, habe ich nur einen Angriff, der die Mana kostet. Das ist mein Feuersturm. Kannst du deinen Golem nicht irgendwie was einsetzen? Ne, den kann ich nicht irgendwas mit. Der greift einfach nur an, wie alle anderen auch. Ja, wenn du den dann den Knopf von seinen Dingen hier aktivierst, kriegst du ja nichts. Macht er nicht irgendwas? Nee, dann beschwöre ich einen neuen. Ja, okay. Bei mir haben die noch irgendwie so Attacken, ja. Das sind halt nicht, ist nichts Spektakuläres, das ist beim Wolf, der. Nee, bei mir machen die nicht. Also ich glaube, mein Wolf gibt uns irgendwie. Der macht sein eigenes Ding, der macht seinen eigenen speziellen Angriff, wenn der kämpft. Ja, aber du musst ja trotzdem in der Leiste haben, ne? Ja, ja, klar, das muss ich. Ah. Also, der sollte ein bisschen OP. Du könntest ja noch alle möglichen anderen Skills ausrüsten. Ja, ja, ja. Aber ich habe nur meinen Standard hier senden Angriff und das Feuer, das ich mache. Das andere sind halt Diener, ey. Das wird aber auch nicht so. Wenn du den Knopf von denen drückst, sagt dir jemand ein. Okay. Da kann ich nur neue beschwören. Also wir haben nicht irgendwie so wie mein Skorpion irgendwie mit dem Gift spucken. Nee, oder so. Nicht mehr. Hm. Wenn die irgendwas haben, dann machen die das von alleine oder wenn ich die, den passiven entwickle oder so. Ja, davon kannst du halt auch mehr beschwören, ne? Ja, ja. Oh, nicht schon wieder so ein Viech. Ja, die Sachen, die meine Tiere machen, sind ja auch nicht so spektakulär. Mein Wolf wird einmal jaulen, dann tun wir für ein paar Sekunden, ich glaube, schneller angreifen. Dann halt nur die Angriffe von dem ein bisschen mit Passiven verbessern. Mit meinen Skelette, die sich mit brennenden Pfeilen oder. Ja. So, rein hier. Stack das Kriegsschiff. Und die Schurken, da habe ich hier Passive, da werfen die jetzt mit Säureflaschen. Also. Was? Erhöhter Elementarschaden wirkt sich auf Feuer, Kälte und Blitz aus? Was? Ja. Darauf wäre ich nie gekommen. Okay, das sind irgendwelche pumpen Zugfresser-Sitze für Leute, die gerade das Lesen gelernt haben. Ja. Wow. Ja, dann mal hier noch. Wow. Ist hier, wird mir aufgefallen, die Skills, die sind optisch nicht so ansprechend, aber die sind ja praktischer als in Diablo. Ja, ja. Ja, weil die halt auch so modifizieren kannst halt, ne? In ja, mehr Varietät sozusagen. Die Skills sind in Diablo dann optisch ansprechender. Ja, Diablo hat halt hier so ein bisschen spektakulärer, würde ich sagen. Willst du halt dieser Angriff mehr Schaden machen oder willst du halt der Angriff irgendwie, weil ich diesen Effekt auslöst? Also eine, ja. Eine so eine Wahl, die du auch machen konntest. Was habe ich da gerade bekommen? Aber ist die Musik ja.